Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Blind! Ja, in der letzten Folge haben wir das Intro gesehen. Und ja, wir hatten die Wahl zwischen einmal Myla und Jude. Wir haben uns für Jude entschieden, weil Fäuste, Monsterkoppen und so weiter und so fort. Und ja, Myla hat bemerkt, dass die Geister sterben und Jude ist für irgendwas zu spät. Ja, und ich würde sagen, bevor wir noch zu später sind, boah, bin ich ein Genie, ne? Machen wir weiter. Professor House, are you leaving? Well, look who decided to show up. Yeah. Sorry, I'm late. Worry not, lad. Now, keep this between us. But I've been asked to help down at the lab. Top secret research, they say. A request right from Orda Palace? Wow! I need you to keep an eye on things until I get back. You can handle it, lad. Only patients with appointments will be coming in today. What? Oh, right. I need you to sign my class credit form. Your graduation thesis is coming along, I presume? More or less. I should have the first draft ready by Ignis. That's cutting things close, don't you think? The end of a race is no time to start slowing down. After all, I'm planning to make you my top assistant after you graduate. Thank you, Professor. I'll be back in a few hours. So much for an easy day. Ja, Praktikanotiz. So, Ereignisliste aktualisieren. Geht zum Untersuchungsraum. Ja, Professor Dr. Jude eilt zur Hilfe. Na gut. Ja. R1 werdet ihr wahrscheinlich noch sehr oft sehen, weil ich bin so eine ja, ich bin so eine Leuchte in Sachen Navigation. Da glaubt man nicht. Also damit werde ich wahrscheinlich noch eine ganze Weile mit rumspielen. So, hat jemand was zu sagen? Du. Ach, Jude. Ich weiß, da steht Jade, aber ich sag trotzdem Jude. Ich habe dich schon gesucht. Weißt du vielleicht, was in Professor House Abschlussprüfung über moderne Geister drankommt? Ja, Ignis war da doch, ne? Irgendwann mit Feuer. So. Zum Untersuchungsraum. Ärgere dich nicht, wenn die anderen blöde Bemerkungen machen. Alle wissen, dass du dir die Stelle ehrlich verdient hast. Schließlich hast du dem Professor bei der Vorbereitung für sein Seminar geholfen. Ja, natürlich habe ich das. Gehen wir da rein. Da ist, denke ich mal, der Untersuchungsraum. Das ist gut. Ja, und da behandelt er mich mal an alle. Oder hilft dabei. Schlitzt ein paar Mägen auf. Ja, oder so. I can't believe I messed up my spirit channeling. That's kid stuff. Okay, you're good to go. It's funny though. There's been a real epidemic of channeling failures today. Any idea what went wrong, Mr. Eldon? Your brain's mantle lobe looks tip-top. I'm not really sure. I mean, I was able to draw out mana like usual, but then it was like the spirits ran off or something. Like they were gone, huh? Anyway, thanks, Doc. At least I can get back to work. It's my wife's birthday, too. Now I don't have to worry about letting her down. Was ist denn für ein geiler Baum im Hintergrund?
No more patients for today, Dr. Jude. Professor Dr. Jade, wenn ich bitten darf. You sure this is all above board, Nurse Prin? I mean, students aren't normally allowed to see patients by themselves. Don't ask me. The professor is the one shirking his duties. He knows full well that urgent patients always show up. Serves you right for agreeing to stand in, if you ask me. I guess with the amount of mana at his disposal, treating 10 people isn't any more taxing than treating one. He spent so much time developing his mana lobe that it skewed his perspective. Beg your pardon. Have either of you seen Professor House? Come to think of it, he should have been back by now. Why? Did something happen? We've just been told he's been chosen for the HAL Prize. What? Wow. Research honors don't get any bigger than that. They want to see him immediately, but he didn't tell anyone where he was going. Don't worry. He told me. I'll go fetch him. Sorry for always sticking you with the odd jobs, Jude. Oh yeah. No worries, I'm used to it. I'll be back soon. Na, jetzt laufen wir nicht mehr mit dem Schlafanzug rum. Jetzt haben wir endlich coole Sachen an. Oh yeah. Geil. Ja. Was es übrigens mit Mana-Lappen und so zu tun hat, ich habe keine Ahnung. Ich blick da überhaupt nicht durch. Warum sind so viele... Also, ich dachte, da wären ein ganzen Haufen älterer Männer in der Nähe von einem kleinen Mädchen. Ey, was ist mit deinem Bein passiert? Oh, ich habe beim Wirken eines der grundlegendsten Geisterarzt versagt und mir wehgetan. Ich bin ein furchtbares Medium. Du hast versucht zu zaubern und hast dir das Bein gebrochen. Wie geht das denn? Okay, gib dich zum Lafort-Forschungszentrum. Ja. Übrigens, falls ihr was dagegen habt, dass ich... Upsala. No point in leaving the city. And the Sea Haven is out of the way. Ich dachte, du wüsstest, wo er ist. My best bet is to cut across the central plaza and enter the research district. I should find the lab with Professor House there. Das wollte ich auch gerade sagen. Die Minikarte links oben am Bildschirm zeigt deine direkte Umgebung. Drücke durch 4, okay. 4 kommt eine Karte. So, wow. Okay, wow. Okay, da sehe ich schon mal Shops. Ich nehme mal stark an, dass das hier Shops sind. Das sieht aus wie ein Inn. Okay, dann suchen wir ihn mal. Ja, falls ihr, was ich sagen wollte, falls ihr was dagegen habt, dass ich hier zwischen den Zwischensequenzen ein bisschen loslaber, dann tut es mir leid. Aber ich werde damit nicht aufhören. Wenn ihr einen kommentarlosen Playthrough hiervon sehen wollt, dann ja, gebt einfach Playthrough ein oder Walkthrough. Das hier ist ein Let's Play, da muss ich quasseln. Sonst werde ich geknechtet von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne. So, da ist ein Speicherpunkt, schnell speichern. Das Berühren eines Erinnerungsrings reicht auch alle Staatsbedingungen aus. Weg niedergeschlagen, Gruppenwiederum steht 50% aller KP wieder. Ey, nicht alle? Wäre doch schnell speichern. Ja, okay. Schnell speichern. Speicherst, kommst ins Titelmenü. Wenn du lädst, bist du wieder da. Und speichern ist, ja, speichern. Muss man ja nicht erklären. So, ich gucke mich jetzt mal um. Weil ich bin ja so ein Typ, ich gehe. Das sollte eigentlich auch jeder machen. Immer erst dahin, wo man nicht hin muss. Nur so spielt man erfolgreich Rollenspiele. Würde ich sagen. Ja. Ich kann ja schon mal sagen, was für eine Erfahrung ich mit der Tales of Serie habe. Genauer gesagt 3. Tales of Symphonia 2, Tales of the Abyss und Tales of Graces F. Was ich im Moment auch gerade lese. Also guckt mal rein. Ja. Ich würde sagen, das reicht eigentlich so an Erfahrung und hier ist gar nichts. Ey, das ist schön. Aber so ein HD Tales of Spiel mit ja so Standard Elementen so aller Tales of Symphonia Abyss, da freue ich mich schon. Bei Tales of Graces war ja also ein bisschen
The falling Abstracte? Lumen petals sure are beautiful today. I'll never forget how stunned I was when I arrived at Fenmont and saw the Lumen trees for the first time. Also, kann ich irgendwo auf der Karte, wo ich überhaupt genau hin müsste? Aber warte, ich kann irgendwie suchen? Nö. What the f... Wie soll ich denn damit klarkommen? Ah, okay. Wo muss ich denn hin? Sammelpunkt, Schatz. Alfred Schatz. Aha. Dahin muss ich. Aber ich gehe erstmal bald anders hin. Hat sowieso schon gleich wieder vorbei. Wir haben wieder nichts gemacht. Ja, super. Habe ich Geld. 1000 Gold. Gehen wir mal zu den Shops. Einfach so. Langsam möchte ich doch meinen ersten Kampf auch gleich haben und deswegen möchte ich ausgerüstet sein. Waffenecke. Wir haben hier Eisenhandschuhe. Ich habe was? Ja, da ausgerüstet oben links. Okay. Da war ein A, also nehme ich mal an. Er hat es ausgerüstet. Das auch. Das hier nicht. Das hat er ausgerüstet. Und P Verteidigung, A Verteidigung. Okay. A Verteidigung nehme ich mal an, steht für Arzt Verteidigung. Na, das mal erstmal so. So, Accessoires nehme ich an, Zubehör, Umhang, Stiefel. Boah, 1000. Boah. Voll teuer. Warte mal hier. Gummis. Ja, man kann nie genug Gummi bei sich haben. Ja, ich würde sagen, ich laufe jetzt einfach mal Richtung Story. Wenn ich was verpasse, dann tut mir leid. Erster Durchlauf, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Müsst ihr entschuldigen. So, ich bin natürlich falsch. Wird ja wohl nicht das letzte Mal sein, dass wir hier in diese Stadt kommen, oder? Oder? Okay, Höhenstraße. Hä? Ja, da muss ich gar nicht hin. Mann! Nochmal. Lafort Forschungszentrum. Lafort Forschungszentrum Sektor 2. Okay. Ja, ich sagte euch, ich brauche den R1 Knopf sehr oft. Ist noch nicht mal gestellt, meine Blödheit. Das sieht sehr verdächtig aus. Ist es aber nicht. Oh. Gibt es nicht auch einen Dr. House in Final Fantasy 7? Ne, Professor Gast, nicht Haus. Boah. Wie konnte ich denn jetzt die beiden verwechseln? Sorry, the lab is closed to the public at this hour. Oh, ich bin Doktor. Professor House. He's from the Talon Medical School. House. House. He already left. Is that the sign-in sheet? Satisfied. Couldn't I just dart in really quick just to make sure? Sorry. Rules are rules. Right. Now what? No way those guys will let me in. Dann hau ich sie eben kaputt. Suche Professor House. Ja, wo denn? Aber warum die Lichter jetzt hier alle rausgehen, das schauen wir uns im nächsten Part an. Tschö, tschö.